Attune Spells, den da können wir da rausnehmen. Und stattdessen tun wir den großen rein und dann passt das auch schon. Was mir mal wieder auffällt, ist, dass wir schon wieder ein neues Gebiet haben. Wir rasen da echt durch. Das ist, das macht ja auch Spaß, nur wieder neue Bosse zu sehen und so weiter. Aber ich sollte wirklich, spätestens nachdem wir die nächste Fürstenseele bekommen haben, einen Durchlauf nochmal machen durch alle Gebiete, um zu gucken, was ich wo überall übersehen habe. Ja, weil das hat sich ja doch schon ein bisschen was gesammelt. Ad hoc fällt mir jetzt ein, in den Shaded Ruins, wo man runterfallen konnte, war noch eine Tür. Dann hier unten in dem schwarzen Gebiet, im Black Gulch, da konnte man noch runter. Hier soll ich auch noch was übersehen haben, laut Kommentaren. Und es wird recht viel sein inzwischen. Deswegen, ne, demnächst gibt es mal eine Session mit 3-4 Folgen, wenn nicht sogar mehr. Ja, einmal eintauchen, das war eine sehr tolle Idee. Weg. Okay, das Zeug macht nicht das, was wir am Körper haben, weg. Das ist nicht so gut. Aber es hält sich, das okay. Also ja, demnächst eine 3er-4er-Session. Wer bist du? Wo wir alte Sachen durchgehen. Hallo, menschlich aussehende Frau. Are you a traveler? Ja. I'm Cloanne, a Norstone trader. Oh, Steinchen. I travel about collecting rare stones, which I sell to make my living. I never planned to visit this godsforsaken place. But I don't know. I just sort of ended up here. I must have just wandered in. Well, it was dark. But now that I'm here, I've been scouting around for rare bits. Oh, don't look at me like that. Many of these stones are quite useful. For instance, certain stones are used in smithing. Ah, now your ears prick up. I've extras if you can pay. This is my trade after all. Sehr schön, Titanithändler. Kaufen. Und ein Bonfire ist Ästhetik? Ja, das kaufen wir auch auf jeden Fall. Kleine Titanit-Shards. Können wir auch bei unserem Schmied kaufen. Was haben wir hier? Ein Miracle und ein Hex. 20, glaube. Ja. Ein Hex, der eine dunkle Flamme auf Leichen wirft. Was dafür sorgt, dass sie explodieren. Okay. Nein, danke. I came here in search of rare stones, but the place is nothing like I was told. All this poison, and you can't get very far inside. That's ganz schön groß. Don't just go haplessly wandering about. These stones may look all the same, but to the trained eye, each is unique. Some of them are used to smith weapons and armor, and some unique stones provide special benefits. Some of them are extremely rare and should be used with great thrift. Thrift? None of the differences are easily spotted, but I've learned quite a lot, really. Oh. Visit me again. Ja, ich komme gleich. Ich muss nur kurz hier jemanden oder von jemandem kurz getötet werden. Ich glaube, ich lasse. Wo bist du? Und das müsste jetzt definitiv ein Spieler sein, wegen dem Nummernsalat, den er drin hat. Nur wo? Da unten. Ah. Nee, das kannst du knicken, Junge. Der versucht mich jetzt durch die ganzen Mobs hier durchzuziehen. Ich rede in Ruhe weiter mit dir. Do you need something? Ja, ich will mit einem zu Ende mit dir reden. How is it that I ended up here? It's funny. I've searched every nook and cranny. Perhaps we'll meet again. Oi, mind your manners. Yep.
Ach du Kacke, warum? Ach, du bist ein Priester. Ah, euch mag ich nicht. Und hat irgendeinen Schutz um sich rum vor Zaubern oder so. So, oh, oh, Zauber. Ja, komm. So, nicht heilen war das. Oh, oh. Hoffentlich wird er gierig und macht einen Fehler. Ja. Oder er ersticht mich einfach mit einem halben Meter mehr Reichweite. Aber was für ein Zauber hat er, diese komische Michelin-Männchen-Wolke um sich rum. Das wäre noch interessant. Hm. Ich brauche definitiv viel mehr verschiedene Zauber. Unendlich mal bessere Rüstung. So, diesmal nicht rollen, bitte, damit wenigstens ein Teil von uns drin bleibt. Und sie ist noch da, sehr schön. Weil ich wollte eigentlich nur in Ruhe mit dir sprechen, damit sie nach Majula kommt. You've been long away. What would you like? Reden. Well, I've only one thing to provide, and we both know what that is. Also, es kommt mir manchmal so vor, als wenn sie zweideutige Andeutungen machen will, aber die sind sehr schlecht. I've searched every nook. Das haben wir schon. Perhaps we'll meet again, if we live that long. Okay. I've searched perhaps ja. We'll meet again. Heißt, wir haben ihre Dialoge ausgereizt, das müsste reichen. Mit etwas Glück finden wir sie jetzt in Majula wieder. So. Das ist ein großes Vieh. Und ganz viel Loot, aber alles im Gift. Oh. Nein, nein. Hoch, 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 hoch. Weg. Also Talana scheint schon recht hohe Giftresistenz zu haben. Es dauert ewig, bis es hochtickert. Na, wo ist das andere Ding? Da. Weg. Weg. Und das könnten wir jetzt nochmal boosten durch... Nicht das da. Ah. Durch das da. Aber davon haben wir nur ein einziges. Das würde ich mir gerne lieber aufbewahren für irgendeinen Boss, der sowas Giftartiges macht. Lauf, 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 lauf. Titanite Charge. Ne, 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 okay. Du da hinten. Sniper. Oh, da ist ja einer oben drauf. Oh, Kacke. Das sah garstig aus. Ja, gut. Und ich glaube, ich lasse mich einfach einmal vergiften. Und sammle dann hier in Ruhe alles ein. Ja, vergiftet. Da war gerade ein Smooth Silky Ding bei. Nochmal Smooth Silky. Ah, das tut doch ganz schön weh. Achso, hier ist nur ein... Ne. Ding, 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 ding. Komm, hoch, 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 hoch. Heil. Ja, ein Heil größer. Sehr schön. Also wir müssen so ziemlich alles eingesaugt haben, was hier in der Nähe war. Und wir müssen... Oh ne, da oben noch. Geronimo. Hey, es hat mal geklappt. Mit dem Springen. Normalerweise, wenn ich springen will, rollt er immer. So, Torch. Oh, warte mal. Da hinten ist eine Nebelwand. Da oben ist Loot. Und da scheint es wirklich weiterzugehen. Also das Gebäude wird das Ziel sein aus diesem Gebiet. Was ist also da unten? Das wird... Warum höre ich Leute Tränke trinken? Ich wurde nicht invasiert, ohne es zu merken, oder? Nee, okay. Ich würde gerne wissen, was da vorne drin ist. Und da hinten ist ja noch mehr Loot. Was geht denn hier ab? Ich dachte, hier war ich schon. Titanite Chunk. Das ist gut. Poisoned. Und hier war irgendwo... Genau, hier ein Durchgang.
Oh. Hallo. Bye bye. Trink. Ah, da unten geht's wohl auch noch weiter. Händler voraus, versuche links. Und ein Entsteinerungsding, das ist sehr gut. Aber erstmal muss ich dich hier raten, weil das ein netter Tipp ist. Da ist ein Chart. Also merken, da unten geht's wohl auch noch gleich weiter. Aber erstmal hier. Ah, Wheel Deal. Hallo, Wheel Deal. Try Wheel and then try Merchant. Jo. Hallo. Ja, kaufen. Hast irgendwas Schönes, Neues? Increase Poise, also Haltung, brauchen wir nicht. Giftpfeile brauchen wir nicht. Ah. Poison Moss. Ich weiß nicht, ob wir dafür irgendwo eine endlose Quelle haben. Aber wir haben schon drei. Ja, komm, kauf mindestens erstmal drei. Vielleicht schalten wir dadurch auch wieder irgendwas frei. Und verkaufen. Hehe. Das kann alles weg, richtig? Alles bis auf den Scimitar. Ja, komm. Wie ich muss. Okay. Es tut irgendwie weh. Scimitar? Murakumo. Oh, das hatten wir aus der Kiste bekommen, unten in Majula. Ich glaube, das ist selten. Aber wir werden niemals 20 Stärke und 20 Decks haben. Das sehe ich nicht so wirklich kommen. Das behalte ich erstmal. Oh. Du weg, du weg. Du weg, du weg. Du siehst cool aus. 10, 18. Das ist... behalte ich vorsichtshalber auch mal. So, Äxte. Ich denke, Äxte können wir bedenkenlos verkaufen. Eine magische Keule. Morgenstern. Wenn wir irgendwann mal dafür wirklich benutzen sollten, werden wir sie eh magisch machen, damit wir da wenigstens einen kleinen Bonus haben. Aber ich denke nicht, dass es eine Stärkewaffe sein wird, oder? Wie viel Stärke haben wir? Wir haben, glaube ich, nur 3 oder so. Das wären 9 Punkte, die wir investieren müssten. Hier allerdings auch. Das ist fast eine Alternative. Außerdem wäre es genau die gleiche Waffe, die Geogon benutzt hat im ersten Let's Play. Das wäre schon irgendwie stylisch. Aber ja, du kannst weg. Du kannst weg. 25 Decks. Ja, du kannst weg. So. Oh. Haken. Was, wenn ich gerade irgendwelche Waffen verkauft habe, die ich brauche, um mit den großen Seelen zusammen irgendeine epische Waffe zu machen, die dann nicht so hohe Anforderungen hat. Ist unwahrscheinlich, denke ich. Weil ich denke, die epischen Sachen werden noch höhere Anforderungen haben als die Grundsachen. Aber theoretisch wäre es möglich. Na. Aber. Nee. Schilder. Schilder sollen eigentlich auch ganz nett sein, aber ich finde das irgendwie nicht so toll. Wenn ich versuche zu blockieren, dann weiche ich nicht aus. Oh, 30 Stärke, du kannst weg. Also wenn ich versuche zu blockieren mit dem Schild, dann weiche ich nicht aus. Und wenn ich nicht ausweiche, dann kaputt. So, können wir dich da plündern? Das war falsch. Talk. Ja, Wheel Deal lief. Ich wollte die Kiste aufmachen. Kiste... Open. Falle? Nein. Rawstone. Ja, okay. Aber das mit den Seelen ist echt so eine Sache. Wir sollten uns aktiv umgucken nach den Leuten, die uns mit den großen Seelen was machen können. Und Talana hat da schon ein, zwei Inspirationen. Da müssen wir mal gucken, wann wir denen nachgehen. Gehen wir hier lang. Oh, Kiste. Okay,